Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute werde ich euch 5 meiner absoluten Lieblingsprodukte von MAC vorstellen. Ja, ich habe mir 5 Produkte rausgesucht, auf die ich nicht mehr verzichten könnte und auch nicht mehr will, sagen wir es mal so. MAC ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsmarken, wenn es um den High-End-Bereich geht. Und ich hoffe, ich kann euch vielleicht inspirieren mit diesem Video und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich beginne bei der Basis und zwar Make-up. Ich habe jetzt hier euch 3 meiner Lieblings-Foundations rausgesucht und zwar einmal die Matchmaster Foundation und das Studio Fix Fluid. Ihr werdet es kaum glauben, dass mir diese Foundation-Farbe tatsächlich passt, wenn es wärmer wird draußen. Wir fahren jetzt in den Urlaub im Mai, dann kann ich endlich wieder diese Foundation hier benutzen. Die hier ist eher weniger gut für trockene Haut geeignet, aber für den ganzen Rest optimal. Ich habe zwar trockene Haut vereinzelt in ein paar Stellen im Gesicht, kann sie aber sehr gut verwenden mit der richtigen Feuchtigkeitspflege. Und da habe ich euch schon mal ganz oft empfohlen, das Meereselixier hier von Flora Mare beispielsweise benutze ich sehr, sehr, sehr gerne unter meinem Make-up für den Alltag. Oder auch von Neutrogena ein Gesichtsgel ist es. Und ja, aus der Hydro-Boost-Serie kann ich euch auch empfehlen. Und wenn ihr euer Gesicht richtig drauf vorbereitet, geht auf jeden Fall auch diese Foundation hier für trockene Haut. Derzeit aber verwende ich das Studio Fix Fluid hier in der Farbe übrigens NC15. NC bedeutet übrigens, dass ich einen gelbstichigen Hautunterton habe und NW geht mehr in den rosastichigen Hautunterton. Mich hat es damals auch immer voll verwirrt bei MAC mit den ganzen Farbnuancen. Auf jeden Fall ist das meine derzeitige Foundation, wie ihr sehen könnt. Und ich bin super zufrieden mit der, außer dass sie keinen Pumpspender hat. Den muss man extra dazu kaufen. Mich stört es persönlich nicht. Ich gebe mir den auf meine Hand und gebe mir das dann mit dem Beauty Blender auf mein Gesicht. Aber ansonsten könnt ihr euch auch einen dazu kaufen. MAC ist zwar eine etwas teurere Marke, aber ich finde es nicht schlimm. Ich kaufe dort sehr gerne ein. Vor allem, wenn es um Foundation geht und wenn es heißt, was ist der perfekte Farbton für mich, dann findet ihr bei MAC ganz bestimmt eure perfekte Foundation. Einfach mal, wenn ihr nach einer guten Foundation sucht, bei MAC vorbeizuschauen und euch mal beraten lassen und einfach zu schauen, welche Farbe oder welchen Hautunterton habe ich überhaupt. Weiter geht es mit einem Produkt, das ich schon seit wirklich vielen Jahren verwende. Und zwar sind das die Pro Longwear Concealer von MAC. Oh mein Gott. So, ich habe jetzt hier 4 Stück schon. Ich sammle die für Back to MAC. Die sammle ich natürlich. Mein momentaner Farbton ist NC15 bei den Pro Longwear Concealern. Die kosten, glaube ich, 21 Euro und ich muss sagen, da sind 9 Milliliter drinnen. Ihr braucht einen halben Pumpstoß für euer ganzes Gesicht, auch wenn ihr es noch highlighten möchtet. Super ergiebig und total deckend und für mich ein absolutes Must-Have, wenn es um Concealer geht. Also Leute, wenn ihr nach einem wirklich tollen, deckenden Concealer sucht, der sich auch nicht schnell in den Fältchen absetzt, bei mir zumindest nicht, dann schaut euch mal die Pro Longwear Concealer von MAC an. Ein weiteres Produkt, auf das ich nicht mehr verzichten könnte von MAC, wären die Blushes. MAC hat eine unfassbar große Auswahl, was die ganzen Blushes betrifft. Ob sie schimmern, ob sie total glitzern, ob sie total matt sind. Wahnsinn, also wirklich ganz, ganz toll. Und ich habe euch jetzt mal hier 4 meiner Lieblinge rausgesucht. Zuallererst möchte ich euch hier Harmony von MAC zeigen. Das ist ein super, super kühler Braunton. Und den verwende ich nicht als Blush, sondern tatsächlich zum Konturieren. Ein perfekter Ton. Da hat mich übrigens Tietje Schmidt angefixt. Die meinte nämlich, dass dieser Ton 1A zum Konturieren des Gesichts ist und da muss ich sagen, recht hat sie und den kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Weiter geht es mit einem Blush, den ich seit Monaten jeden Tag verwende und zwar heißt der What I Fancy. Ganz, ganz tolle Farbe, perfekt für den Frühling, für die frische Jahreszeit, sage ich mal. Ein Blush, den ich schon seit 2,5 Jahren habe, glaube ich, ist dieser hier. Ihr seht, das ist jetzt schon eine etwas dunklere Farbe. Das ist ein matter Blush und zwar in der Farbe Gingerly. Das ist mein Lieblingsblush in der Winterzeit. Also Herbst, Winter verwende ich immer den und ich habe immer noch keinen Hit the Pan, weil, ja, die einfach Bombe halten, die von MAC. Ein weiterer Blush, den ich euch sehr ans Herz legen kann, der etwas mehr Schimmer mit drinnen hat. Das bedeutet, ihr müsstet eigentlich keinen Highlighter nochmal extra auftragen, aber ihr kennt mich, das mache ich natürlich nochmal. Der heißt Peachy Keen und den hat mir eine Verkäuferin tatsächlich sehr ans Herz gelegt. Die war selber so schön geschminkt und meinte, sie hat diesen Blush drauf und dann musste ich ihn mir auch kaufen. Ganz, 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 ganz tolle Farbe. Und von der Pigmentierung her kann ich euch auch sagen, dass die Blushes allgemein nicht zu stark pigmentiert sind, dass man aussieht wie ein Clown, wenn man aus Versehen reingeht, aber auch nicht zu schwach. Also ich finde es perfekt von der Pigmentierung her. Haltbarkeit sowieso und Farbauswahl
erst recht. Jeder, der mir auf Snapchat und Instagram folgt, weiß, dass ich MAC-Lippenstifte vergöttere. Ich kann nicht ohne MAC-Lippenstifte. Da ist eine richtige Sammelsucht entstanden in den letzten Jahren. Deswegen habe ich auch ein paar Lippenstifte mehr von MAC. Meine Schminksammlung verlinke ich euch hier oben beim i. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Außerdem, wer mir auf Snapchat und Instagram noch nicht folgt, kann das sehr gerne nachholen. Dann verpasst ihr überhaupt nichts mehr. Ich habe mir jetzt aber mal 3 absolute Lieblinge von mir rausgesucht, auf die ich gar nicht verzichten kann und die ich mir tatsächlich schon mehrmals nachgekauft habe. Mehrmals nachgekauft habe ich mir tatsächlich Velvet Teddy. Oh nein, ich habe den leeren Lippenstift genommen. Okay. Ich habe den auch noch in voll, aber ich habe zum leeren gegriffen. Das ist Velvet Teddy von MAC. Eine unfassbar schöne Farbe. Das ist so ein richtig, richtig, richtig schöner Nude-Ton. Den kennt ihr bestimmt schon von Kylie Jenner. Dadurch hat er einen unfassbar krassen Hype bekommen. Oh, also Velvet Teddy immer schon nachgekauft. Das ist mein dritter übrigens. Ebenso mein dritter Lippenstift ist Brave. Das ist ein ganz, ganz toller Nude-Rosenholzton. Ganz, ganz schöne Farbe. Und mein Lieblingsrotton, ich liebe ja rote Lippen, ist MAC Red. Ruby Woo mag ich auch total gerne, aber MAC Red mag ich dann doch einen Ticken lieber. Und deshalb würde ich mir MAC Lippenstifte immer wieder nachkaufen. Ich hatte bisher noch keinen Fail-Kauf. Was sagt man? Man sagt ja nicht Fail-Kauf, sondern Fehlkauf, okay? Und ja, auf jeden Fall MAC-Lippenstifte. Das Beste zum Schluss, Highlighter. Ich habe meinen allerersten Highlighter tatsächlich von MAC. Und zwar ist das der, wie könnte es auch anders sein, der Soft and Gentle. Das ist ein Mineralized Skin Finish Highlighter. Und den benutze ich so, so oft und ich habe auch hier immer noch nicht das Pfännchen erreicht. Die Highlighter von MAC sind alle der absolute Knüller. Kann ich euch wirklich nicht anders sagen. Seht ihr meinen, den ich gerade drauf habe? Der heißt Beaming Blush und das ist ein Extra Dimension Skin Finish Highlighter. Also Bombe. Also wer einen mega Highlighter Goal haben möchte, sollte mal bei MAC vorbeischauen. Ich finde sogar diese, wie heißen die nochmal, Extra Dimension Skin Finish Highlighter, die finde ich sogar etwas krasser als die Mineralized Skin Finish Highlighter. Die haben einen so krassen Schimmer drauf. Ich habe mir diesen hier gekauft. Seht ihr den vielleicht hier so gut in der Kamera? Der schimmert lila, mega, mega cool. Und ich habe bisher noch nur einen einzigen Fehlkauf gemacht, was die Highlighter angeht. Und den zeige ich euch natürlich auch. Und zwar ist das dieser Ton hier. Der heißt Like Scapade. Das ist ein Mineralized Skin Finish Highlighter. Und für mich ist das absolut kein Highlighter. Er sieht eher aus wie ein Puder. Ich könnte damit auf jeden Fall meinen Concealer setten. Denn der hat so überhaupt gar keinen Highlighter Finish, so sage ich es mal. Aber so die ganzen anderen, ich habe hier Soft and Gentle, Global Glow. Dann habe ich hier eben den Beaming Blush, unter anderem auch den Soft Frost, der mit dem lila Schimmer. Ich kann euch die Highlighter absolut ans Herz legen, aber schaut euch den vielleicht zuerst mal im Store an und swatcht den mal und tragt den auf, ob der was für euch wäre. Denn diesen Light Scapade Highlighter, der eben leider ein Reinfall war, den habe ich mir tatsächlich online gekauft und das sagt mir eindeutig, dass ich mir die Sachen doch erst lieber davor anschauen sollte. Das waren meine Top 5 Produkte, die ihr euch unbedingt mal anschauen solltet. Ich hoffe, dass ihr genauso gute Erfahrungen mit diesen Produkten gemacht habt wie ich. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was euer Lieblings-MAC-Produkt ist oder ob ihr überhaupt Produkte von MAC besitzt. Das würde mich wirklich sehr interessieren. Dieses Video ist natürlich nicht unterstützt durch MAC. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Ich wurde auch so oft auf Snapchat schon gefragt, was ich empfehlen kann von MAC. Denn die Marke ist nun mal etwas teurer. Wir bewegen uns hier wirklich in Preisen auf jeden Fall über 20 Euro. Die Highlighter kosten tatsächlich auch über 30 Euro. Foundation ist sehr, sehr teuer und auch ein Lippenstift kostet 21 Euro. Das heißt, man muss sich natürlich schon gut überlegen, ob man sich ein Produkt von dieser teuren Marke anschaffen möchte. Ich kann euch nur sagen, von den Produkten, die ich euch eben gezeigt habe, die kann ich euch wirklich guten Herzens weiterempfehlen, weil ich wirklich super zufrieden bin mit denen. Das kann natürlich auch bei jedem anders sein, aber das sind nun mal meine Top 5 Lieblingsprodukte von MAC, mit denen ich noch keinen Fehlkauf gemacht habe. Und Leute, das ist jetzt auf gar keinen Fall ein Aufruf, dass jeder etwas von MAC besitzen soll oder dass ihr jetzt alle was kaufen müsst, auf gar keinen Fall. Es gibt genügend ganz tolle Alternativen, auf jeden Fall. L'Oreal hat zum Beispiel von diesen Perfect Match Foundations auch eine mega coole Auswahl, was die Farbtöne angeht. Ich glaube, die haben jetzt sogar auf die Hautuntertöne geachtet. Also auf gar keinen Fall soll das ein Aufruf sein an die Leute, die vielleicht noch kein Geld verdienen oder nur das Taschengeld zur Verfügung haben, dass sie sich jetzt eben was kaufen müssen. Auf gar keinen Fall.
Ich bin ein absoluter Schminksammlungssuchti. Ich sammle das. Es ist mittlerweile auch so ein bisschen mein Job geworden durch YouTube. Ich möchte euch immer neue Produkte zeigen. Ich möchte viel testen für euch, um euch Feedback geben zu können. Also, wenn ihr keinen Bock habt, euch MAC-Produkte zu kaufen, dann macht das nicht. Ja, das wollte ich jetzt nochmal loswerden. Hier findet ihr nochmal 2 Videos von mir verlinkt und ihr könnt mich hier auch abonnieren. Das würde mich auch sehr freuen. Hier unten kommt ihr zu meinen Social-Media-Seiten. Folgt mir auf alle Fälle auf Snapchat und Instagram, denn dort können wir uns alle mal miteinander austauschen und ihr könnt mir auch eure Produkte empfehlen. Also würde es mich auch sehr freuen, wenn ihr mich dort unterstützt und mir folgt. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass euch das Video gefallen hat und ihr beim nächsten Mal auch wieder mit am Start seid. Mua. Tschüss!